Verlassenes Anwesen in Mayen in der Nähe vom Tierheim komplett ausgebrannt. Am 01.03.2022 um 4.56 Uhr wurde der Polizeiinspektion Mayen über die integrierte Leitstelle ein Gebäudebrand in Mayen in der Plunz gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung waren knapp 40 Kräfte der Feuerwehren Mayen und Kottenheim eingesetzt. Die Kreisstraße 25 zwischen Mayen und Mayen-Alzheim musste durch die Straßenmeisterei während den Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. Brandermittler der Kriminalinspektion Mayen haben heute Vormittag die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden. Der entstandene Schaden an dem unbewohnten Gebäude dürfte nach Schätzung der Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzte Personen sind nicht zu beklagen.